Fast 3000 Demonstrierende zogen nach Angaben der Berliner Polizei am Dienstagabend durch die Straßen der Stadt, um die Walpurgisnacht am Vorabend des 1. Mai zu begehen. In den vergangenen Jahren hatte sich der Anlass zu einer Art Aufwärmtraining zu den Demonstrationen am Tag der Arbeit entwickelt. In diesem Jahr allerdings blieb es zumindest in der Walpurgisnacht weitgehend friedlich. Die Versammlungsleiterin eines Aufzuges in Berlin-Friedrichshain hatte die Versammlung vorzeitig beendet. Polizeisprecherin Anja Dierschke. Wir haben die Veranstaltung als durchaus polizeifeindlich kennengelernt. Man hat es auch eingangs an den Worten der Rednerin hören können. Aber auch das überrascht uns nicht. Das werden wir mit professioneller Gelassenheit an uns abprallen lassen. Das ist bekannt. Ganz Berlin hasst die Polizei. Ist einer der Sprüche, die hier skandiert werden. Wir rechnen damit, dass hier oder da auch Pyrotechnik abgebrannt wird oder mal ein Nebeltopf gezündet wird. Aber das ist eigentlich das, was wir aus den letzten Jahren kennen. Darauf sind wir vorbereitet. Und sollte es zu Straftaten kommen, die darüber hinausgehen, werden wir konsequent und umgehend einschreiten. Mit rund 3000 Beamten dürften am Dienstagabend etwa gleich viele Polizistinnen und Polizisten auf der Straße gewesen sein wie Demonstrierende. Für den 1. Mai sollen noch einmal deutlich mehr Einsatzkräfte vor Ort sein, so die Polizei. Die Ausschreitungen am 1. Mai, die in Berlin seit Jahrzehnten erhebliche Schäden verursachen, waren in den letzten Jahren zurückgegangen.